Ja, moin, grüßt euch. Mal ein bisschen unterwegs heute. Mal gucken, ich will noch mal zu dem Gänzbergtunnel. Das hat jetzt einer geschrieben auf YouTube, dass seine Eltern den Eigentümer kennen. Der ist da wohl auch verunfallt. Ich hatte mal nachgefragt dann, ob das möglich ist, dass ich da vielleicht offiziell mal rein darf, noch ein paar Bilder machen. Da habe ich bis jetzt leider noch keine Antwort bekommen. Ich gehe einfach mal hin und gucke mal vor Ort, wie es aussieht. Ich mache ja auch nichts kaputt. Nur ich möchte es halt nochmal mit den besseren Kameras machen. Ja, mal schauen. Das sieht auch ein bisschen offizieller aus, gell? Ich habe hier meinen Monitor, Fernbedienung. Nicht ganz so im Verbrecher-Look. Hat auch schön geregnet überall in der Gegend. Lahn führt ganz gut Wasser. Ja, dann lassen wir uns mal überraschen, gell? Bis später. Ja, grüßt euch. Jetzt sind wir eingetroffen am Objekt der Begierde. Ein freundlicher Zettel liegt drin, also ein Ordner mit ein paar Details zu dem Tunnel hier. Dass man nichts kaputt machen soll, ne? Und alles ordentlich hinterlassen soll. Ja, wird auch ein bisschen was gemacht. Wir machen jetzt erstmal Frühstück. Ja, hinter mir, das ist das alte Tunnelwärterhäuschen. Da liegt ein Zettel drinne. Mitglieder der Kreismusikschule Weilburg haben die Sondergenehmigung des Besitzers, dort mit ihren Blasinstrumenten üben zu dürfen. Das erinnert mich an meine Zeit, als ich in Spielmannszug eingetreten bin bei der Freiwilligen Feuerwehr. Zusammen mit noch einem Freund. Wir haben beide angefangen, Querflöte zu spielen. Und da waren in Karlbach unten am Park-and-Ride-Platz waren große Betonröhren, da haben sie Abwasserkanal erneuert. Und da haben wir uns dahin verzogen und erstmal uns in den Röhren verkrochen und geübt, bis es nach einigermaßen was geklungen hat. Aber wenn man das dann drauf hat, dann macht es richtig Spaß. Ne? Dann auf der Cap überall mit dabei und Faschingsumzüge und so. Ne? War schon eine schöne Zeit, ja. So, wir gucken mal, dass wir unser Kaffeewasser heiß kriegen. Das ist nämlich hier ganz schön windig, das habe ich vergessen. Da habe ich nämlich keinen Windschutz mitgenommen. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum der Notkocher immer wieder ausgeht. Wenn ihr euch die Bilder anguckt, ich schneide es nicht raus. Dann fällt euch wahrscheinlich was auf. Zu den Bildern vorher. Ich muss aber zu meiner Verteidigung sagen, ich konnte die Nacht nicht pennen. Bin also auch ein bisschen neben der Spur. Naja.
Ja, dann mal ganz herzlich Hallo von mir. Willkommen auf meinem Kanal Wanderkalli. Heute sind wir an einem Lost Place. Ist ein Kulturdenkmal Hessens, habe ich eben gerade gesehen. Hängt ein kleines Schild oben. Hat auch einen Besitzer mittlerweile, der sich hier drum kümmert. Der hat einen Zettel hingelegt, man soll nichts kaputt machen, sich zivilisiert verhalten. Was wir natürlich auch tun werden. Und ja, nehme ich euch mit. Schauen wir uns den Tunnel mal an. Der hat ganz besondere Eigenschaften, die sehen wir dann noch. Kurzes Vorwort, ja, die Lahntalbahn und dann der Abzweig zur Weiltalbahn, die sind ja errichtet worden, damals zum Handelsverkehr, Güterverkehr, natürlich auch zum Erztransport, Bergbau prägt ja unsere Region schon, ja, ich glaube 5000 vor Christus hat schon der erste Bergbau begonnen. Ja, Bergbau ist auch mit einer der Ursprünge für unser Sozialversicherungssystem. Wenn wen das interessiert, der findet da einiges im Internet, Wikipedia und so. Und es gibt auch DGUV und Unfallkasse, findet man auch einiges. Ich packe euch ein paar Links unten rein, auch zur Waldtalbahn an sich. Und will eigentlich jetzt dann nicht mehr so viel erzählen, sondern loslegen. Und freue mich, dass ihr dabei seid. Hoffe, es gefällt euch. Ich war ja schon mal hier mit dem Joshua, das ist schon 2 Jahre her. Da hatte ich aber noch nicht so eine Kameraausstattung wie jetzt. Und deshalb hat es mich hier nochmal hergezogen. Und wir schauen uns dann mal das mit einer besseren Qualität an. Also dann, viel Spaß. Das ist hier das Interessante an dem Tunnel. Überall, wo diese Notnischen sind, da ist das Gestein zu sehen, durch welches sich hier durchgearbeitet wurde. Und da sind schöne unterschiedliche Schichten dabei. Und die gucken wir uns jetzt alle in Ruhe an. Ja, also mir gefällt es hier. Ich hoffe, euch auch.